Können schon mal Position einnehmen. Gehört noch zur Pause. Alles gut. Ja. Für mich hätte ich am Anfang. Du warst gut. Die drei erstmal. Soll ich rausgehen? Ich geh aus, ne? Ich geh aus, ne? Ich geh aus, ne? Nein, ist schon beendet. Könnt ihr direkt dann zu mir passen, dann tauschen. Leert! Leert, spiel doch einfach direkt. Du kannst doch direkt dahin spielen. Aber, ja, dann behalte ihn bei dir. Warum nicht zu mir? Sollen wir rausspielen? Also, die Außenspieler dürfen überall sein. Dürfen hinterm Tor stehen, dürfen auf der Seite stehen. Ja? Dürfen auch beide auf einer Seite sein. Ist mir egal. Ja? Erstmal macht es so viel Sinn. Okay? Ja. Und wenn ihr den Außen angespielt habt, müsst ihr mit dem mal die Plätze tauschen. Ja? Das ist für den Kopf ein bisschen neu. Ja, selbstverständlich. Ja, also mit dieser Variante ist ganz viel möglich. Auch so ein paar Tricks und so, müsst ihr mal ein bisschen euch was überlegen. Los geht's! Ich kann nicht sagen, ich hatte aber den Ball. Der Ball muss raus. Der rennt, Turan. Komm, mach es. Gut, wird belohnt. Ja. Letzter Mann hat den Ball und dann geht's weiter. Finn hat nur noch drei Kontakte. Schick. So, wird belohnt. Ich kann Gelb jetzt auch mal ein Tor machen. Nicht du, Finn. Nein. Das hat doch schon jetzt. Blauhart. Dann nimm den neuen Ball. Ja. Dann sind wir ziehen. Dann kannst du einfach weiterspielen. Ey, mach zu, mach zu, mach zu, Wand. Gut, Jonas, gut aufgepasst. Turan, spiel mal druckvolle Pässe, Mann. Bleib. Turan, du musst bleiben. Bleib drauf. Nein, er muss nicht los. Komm, Ball, wir brauchen noch. Wand immer das Tor sicher. Ja. Oh, schade, schade. Unser Band im Ball. Thank you.
ab jetzt muss der Außenspieler den Ball auch außen anstoppen, ne? Hallo. So, Regeländerung. Außenspieler dürfen nur noch auf den Seitenlinien stehen. Weil ich möchte es ein bisschen breiter jetzt mal haben. Und alle haben nur noch 3 Kontakte, maximal 4. Samu. Außenspieler stoppen außen den Ball an, Gelb hat den Ball. Man darf reingehen, den Ball wieder rausnehmen, das ist okay, ein Schritt. Ja genau, da muss man mal den Ball wiederholen. Was richtig, Michael? Hurra! Was für euer? Nico, Tor wird doch belohnt, ne? Tor wird immer belohnt, klar. Alter, wie schön. Und raus, Avant, raus. Michael, du spielst bitte weiter, bis ich abpfeife, ne? Gut so. Tor wird belohnt. Und weiter geht's. Okay, sieht gut aus. Ein kleiner Hinweis noch. Wenn ihr so wie Avant zwischen den Hütchen steht, dann seid ihr schwer anzuspielen. Weil wenn ich hier den Ball habe und bräuchte eine Alternative, könnte ich Avant schon nicht mehr anspielen. Weil dann müsste ich ja so um die Kurve da durch. Verstehst du, Avant? Stell dich mal jetzt so, nee, bleib mal da und jetzt stell dich mal anders hin. Nee? Vom Hütchen oder? Noch weiter weg. Ja, jetzt kann ich dich erstmal besser anspielen. Zweitens hast du vor dir mehr Platz. Das heißt, wenn du den Mann anstoppst, kriegst du noch nicht sofort Gegnerdruck.
Wenn ihr den Ball hier anstoppt, spiel ich mal an. Hast er sofort Gegnerdruck, da ist er. Wenn er den Ball hier hinten anstoppt, hast du noch keinen Gegnerdruck. Ne? Kannst du erstmal anlaufen, okay? Das heißt, weiter weg von der Zone, ne? Sage ich fast in jeder Übung. Wer hat den Ball? Dann nochmal zu Samu den Ball. Wer auf Lehrt? Lehrt. Okay. Gepard. Und es? Und weiter geht's. Jonas, ist was los? Ja? Hier! Sag mal. Der Ball war platt. Okay, wir spielen mit zwei Kontakten weiter. Maximal drei. Den macht sogar Vincent. Vorwärts. Genau, weiter geht's. Hier auf den. Außerhalb des Feldes hat man mehr Kontakte. Ja, das ist schön, Tim. Ja, Jonas. Bin nicht gemobbt. Lauert den Ball. Maximal drei, nicht maximal acht. Ja, drei. Ja, jetzt ist es drei. Ja, hier. 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 Stopp. Stopp. So, erstmal außen darf auch vier, fünfmal den Ball spielen, ja? Nur in der Mitte nicht. Und wenn jetzt hier aber einen Druck kriegt, platt ist das Kommando. Dann legt er zurück und dann haben wir das doch letztes Training geübt. Ja, wir haben hier Druck, sehr gut, dass Tim so viel Druck macht, ja, dann kannst du dich nicht drehen. Dann gibt es Klatsch und dann drehst du dich zur Seite weg. Haben wir gestern noch geübt oder vorgestern. Wo ich mal was umsetzen, was wir auch üben. Komm. Genau, spielt mal auf Ballbesitz. Für Michi. Für Michi. Ja, Michi. Jetzt. Oh. Jetzt drauf. So, ab jetzt zähle ich die Ballwechsel mit und wer 10 hat, kriegt auch ein Tor. Nein, das ist nicht. 1. 2. Ja, 3. 4. 5. 6. 7. Ja. 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 Rein. 1. 2. 5. 10 Juwelen. Einer muss drauf, hallo. 1. Komm, mach doch schon. 2. 3. 1. 1. Sehr gut. 8. 1. Hier. Mach ein Tor. Seid ihr doppelt? Bitte lohnen. Hallo, 4 mehr. 1, 2, 3. Leer. 5.
6. Komm, komm drauf, 7, ja, 8, 9. 4. 10, ein Tor. Was hier, hier, hier. Bitte. Komm, bitte. Da muss doch jemand mit mir hinten sein. Blauer hat einen Ball mit. Okay, wer mal. Wer auch hat. Am besten leitet Tim, Tim. Eins. Samu, Samu. Hä? Er kann ihn doch wegnehmen, er war oder? Hier. Wir haben gesagt, ohne Mopsen. Ja, Junge, nein. Du machst die ganze Zeit zu mir mal, hä? Auf Freispiel. Freie Kontakte. Aber immer noch mit außen. Was? Ja. Hier, hier. Los, aber. Ja, hier! Boah. Freies Spiel, Junge! Hört zu, freies Spiel! Stefan! Er hat gesagt, freies Spiel! Carlos! Freie Kontakte! Frei! Also ich habe schon 3! Ja. Für Carlos nur 3! Ja, 3 ist Spiel! Ja. Nein, er hat gesagt, freies Spiel, wenn er. Oh, jetzt dürfen die anderen auch mal Tore schießen, nicht nur Leert immer. Hier, die Schilze, oder? Hier. Aber wir müssen überhaupt mal. Ja, mit mitschreiben sollen. Ich gebe wieder Paderborn. Halt so, ab jetzt werden die Tore nicht mehr belohnt. Ja. Gelb macht weiter. Ja, ach so, wir wollen mal umschalten. Leert. Jonas. Hier. Avan. Ja, hier wieder. Er schießt ihn aus. Die noch ein Leibchen drunter haben, ziehen mal das, was sie drüber haben, auf. Wir spielen jetzt mit zwei verschiedenen Aufgaben. Einer hat nur eins drunter, ja. Wir spielen blau gegen gelb und rot ist außen. Zwei auf jeder Seite. Jetzt spielen wir das Spiel so, wie ihr das kennt. Außen gehört zum Ballbesitzteam. Das heißt, die, die den Ball haben, haben mit den Außenspielern noch zusätzlich 4 Mann. Doppelte Überzahl, ne? Nein, wir machen mit Umschalten jetzt. Tor wird nicht mehr belohnt. Und die Außenspieler haben nur 2 Kontakte und dürfen auch, wenn sie miteinander spielen, nur 2-3 Mal hin und her hier, ne? Ich will es nicht ganz so streng machen. Aber jetzt nicht immer hin und her spielen, bitte Bälle. Ja. Ja? Und nur in der Mitte, die dürfen die Tore machen. Ja, du hast 4 Spieler, die nicht angegriffen werden können. Die kannst du alle anspielen. Du brauchst nicht mehr den Kopf durch die Wand. Hab ich vergessen. Nee, Kopf durch die Wand hatten wir jetzt gerade eben bei 2 gegen 2. Blau macht weiter. Der Ball darf nicht verloren gehen. Ihr habt doppelte Überzahl. Gelber Ball, 2 Kontakte, Tim.
Gelb hat den Ball. Vormachen! Oh, Carlos! Carlos, das wäre das erste Saisontor gewesen. Okay, Blau macht weiter. Rot ist immer da, immer da! Ja, hier, hör jetzt mal auf, Leute zu fassen mit deinem Bildschirm. Das ist die ganze Zeit schon. Ich habe jetzt dreimal weggehört, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf. Weiter geht's! Ja, dann darf man auch ruhig nochmal einen dritten. Hier, Stefan, ich bitte. Mitte hat drei Spiele. Hier, Stefan. Gut gespielt. Gelb muss mehr verschieben. Einfache Bälle, einfache Bälle. Michi, 5 Liegestütze. Du musst den linken Fuß nehmen. Carlos hat eben den rechten gemacht. Ja, aber darum hast du auch keinen machen müssen. Damit links hättest du den gemacht, Michael. Dann weitergehen. Komm, Michi, hier. Und bereitet euch besser auf die Bälle vor. Ich möchte das nicht jedes Mal sagen. 5. Immer schön locker auf den Füßen. 4, 2, 3. Wert. Und umschalten, Stefan. Drei kannst du. Du kannst auch drei. Denk doch mal auf mir. Nimm Ball. Aber zu Ball. Rot wechselt mit Blau. Rot mit Blau? Ja. Er wartet dann nicht hier an. Jetzt, ich spiele. Ja, fest. Ja. Mach mal. Hier, Stefan. Hier. 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 Richtig. Gegner nicht am Ball lassen. Hier. Ja. Lass den Ball mal laufen. Genau. Muss kein Torball rauskommen. Ja, Finn. Nein. Jawohl. Stefan! Ja, Stefan! Ja! Oh, meine Wange! Gelb, jetzt mal auf Ballbesitz! Ja. Aber, Stefan, zurück! Spiel, Stefan! Da haben wir das zweite Mal schon reingeschnitten! Ja!
Du hast keinen Gegnerdruck. Die Außen. Hab, Wand. Stefan! Oh, jetzt 20 mal. 2, 3, 4. Du wirst zurück zu Turan. 5, 6, 7. Ja. 8. Hier. 9. Für Stefan. Hier, Stefan. 10. Ja. 11. Hier, Wand. Hier. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja? Und sowas will ich sehen im Spiel. Ja. Nicht zu schnell nach vorne. Und jetzt habt ihr den Platz. Ja, ja. Hier. Und wieder auf Ballbesitz. Spiel, ja, Mann. Ist die Lücke da? Pass auf, Mann. Ja, wieder. Boah. Aber ein Punkt Liegestütze, linker Fuß. Nimm den linken Fuß, Junge. Dann kommt der Arsch. Und bleib bei dem Ball. Weiter geht's. Wann spielen wir dann? Ja, Kerl. Lass ruhig, lass ruhig. Ja. Stefan. Hier. Okay, blau tauschen nochmal. Letzter Wechsel. Ja, ich glaube, Geld war noch nicht. Noch 5 Minuten, weiter geht's. Ja? Noch 4 Minuten. Stark. Und weiter geht's. Und? Jawohl! Hey, Jungs. Jungs, ihr müsst eure Tore sichern. Tore verteidigen. Hier. Ja. Ja. Beides wechselt. Rotat! Rotat, hier hinten. Hier. Genau, Finn. Ja. Genau, kein C-Pass. Weiter, weiter! Hier, hier! Ja, blauert! Blauert! Okay! Wir kommen zusammen! Bitte alle Bälle einsammeln, alle Hütchen einsammeln, wir machen Horst! Ja! Nach Horst machen wir das Abschlussspiel. Hallo, trag mal das Tor da. Wenn wir schnell sind, haben wir eine halbe Stunde Abschlussspiel. 25 Minuten. Und Avan, was sagst du jetzt dazu, dass du nicht Horst bist? Schützen muss Horst heute. Warum schreie ich denn? Mach dich aufs Schützen bereit. Alle Bälle in den Sack.